Hey Micha! Hallo Dani! Was für einen Vortrag hören wir heute? Heute wird uns der Burak Atakan was erzählen über alte Dieselmotoren und neue Technologien. Und ich will erstmal Burak ein bisschen vorstellen. Burak ist 1964 in Ankara in der Türkei geboren und hat 1983 sein Studium an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg aufgenommen. Er hat dann 1988 in der Gruppe von Jürgen Wolfrum seine Diplomarbeit angefertigt über ein Thema aus der Verbrennungsforschung und hat dann 1992 in derselben Gruppe bei Herrn Wolfrum auch promoviert. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich den Lebenslauf von Burak auswendig gelernt habe, ist natürlich nicht so. Es gibt einfach so viele Parallelen, das ist ganz einfach. Wir sind beide 64 geboren, wir haben beide 83 mit dem Studium in Heidelberg angefangen. Wir haben in derselben Gruppe unsere Diplomarbeit gemacht, zufällig im selben Jahr und auch im selben Jahr dann die Promotion. So erklärt sich das Ganze. Nach der Promotion hat dann Burak bei Frau Grüße-Höhenhaus in der Gruppe gearbeitet, bevor er schließlich die Professur für Thermodynamik an der Universität Duisburg-Essen angenommen hat. Und ich freue mich sehr, dass Burak, den ich erst vor ein paar Jahren wieder entdeckt habe oder wir uns gefunden haben wieder auf einer Tagung, dass er zugesagt hat, heute diesen Vortrag zu geben. Und ja, jetzt viel Spaß beim Vortrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie sich für meinen Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung Klimakrise interessieren. Es geht dem Titel nach um alte Dieselmotoren, neue Ideen. Ursprünglich dachte ich, ich sei zu einem Fachvortrag eingeladen, habe aber im Laufe der Zeit bemerkt, dass es doch um eine Ringvorlesung geht, die sich an Studierende sehr unterschiedlicher Richtungen richtet. Entsprechend habe ich mein Konzept auch stark angepasst. Das heißt, der Teil, in dem es um Motoren und wie man sie sonst nutzen könnte geht, ist am Ende eher etwas kurz. Und ich werde Ihnen stattdessen aber einiges an Grundlagen versuchen zu vermitteln aus meinem Fach. Mein Fach ist die Thermodynamik, die Wärmelehre, da geht es gerade oder Energielehre, da geht es um Energiewandlungsprozesse. Und das hat auch das eine oder andere auch mit der Klimakrise, dem Klimawandel zu tun. Deswegen habe ich diesen Untertitel Chemische und thermische Energiewandlung und Speicherung, Grundlagen, Konzepte und Anwendungen. In Zeiten von Corona kann ich leider nicht persönlich vortragen, deswegen kann ich leider auch nicht in Ihre Augen sehen, um zu sehen, ob Sie mir folgen können oder nicht. Ich hoffe, das klappt. Andererseits finde ich, ist Corona auch ein, auf der einen Seite auch ein mutmachendes Signal, dass die Gesellschaft doch einiges an ihrem Lebenswandel ändern kann, wenn sie es einsieht. Und vielleicht schaffen wir das ja auch im Rahmen der Klimakrise. Gut, was erwartet Sie? Ich möchte erst einmal einleiten, nämlich Energie und Klima. Was hat die Energienutzung mit Kohlendioxidausstoß und der Klimakrise zu tun? Dann möchte ich ein paar Worte dazu verlieren, was machen wir überhaupt mit der Energie, so in Deutschland insbesondere? Und wie könnte so etwas künftiger aussehen? Und da kommen wir auch auf Fragen der Energiespeicherung oder Sektorenkopplung kurz zu sprechen. Das sind praktisch durchgängig Sachen, die ich für Sie zusammengesucht habe aus Artikeln, teilweise auch aus dem Internet. Danach kommen wir zu einigen grundlegenden Aussagen der Thermodynamik, nämlich zur Energie. Und das ist meines Erachtens recht wichtig zum Verständnis dessen, woran denn geforscht wird und warum denn zum Beispiel die Akademien eine bestimmte Vorgehensweise ins Auge gefasst haben, wie denn die Energiewende erfolgreich ablaufen könnte und ablaufen sollte. Dabei werde ich Ihnen auch ein Konzept der Exergie vorstellen, bevor wir dann sehr kurz zu zwei Forschungsgebieten von uns kommen. Und da werde ich Ihnen mehr die Ideen darstellen und typischerweise nur exemplarisch immer ein oder zwei kleine Resultate zeigen, damit Sie eine Idee bekommen, dass das im Prinzip auch erfolgreich sein kann und dass das im Prinzip sinnvolle Wege sind. Gut, aber fangen wir an. CO2-Ausstoß in Deutschland. Zunächst einmal habe ich hier eine Grafik Ihnen
lege ich Ihnen vor, bei der wir vor allem sehen, dass wir natürlich je nach Sektoren wie zum Beispiel Energiewirtschaft oder auch in der Industrie relativ große Mengen Kohlendioxid ausstoßen. Kohlendioxid ist natürlich stark verbunden mit dem Treibhauseffekt. Das hat Ihnen Professor Schmidt ja in einer der ersten Vorlesungen in dieser Reihe noch einmal erläutert. Sie sehen, da unten ist zum Beispiel auch der internationale Flugverkehr oder der Schiffsverkehr. Es ist manchmal ganz interessant, sich mal die Größenordnung anzuschauen, wer ist wie wichtig. Und da sehen Sie zum Beispiel, Gebäude sind auch sehr wichtig und natürlich auch der inländische Verkehr. Und hier sind gewisse Bereiche, zu denen kann ich eher weniger sagen, wenn es um Landwirtschaft oder um Biomasse geht, beziehungsweise Biomasse, ja, könnte ich, aber lasse ich jetzt. Ich habe noch eine zweite Folie herausgesucht, die ich eigentlich gar nicht so gut finde, aber weil die Beschriftung für diese Teile sind eigentlich nicht sonderlich aussagekräftig oder beziehungsweise sinnvoll, aber der Punkt ist mir wichtig. Was Sie hier erkennen können, ist, die Treibhausemissionen sind halt nicht nur CO2. Und auch wenn wir in der vorherigen Folie nur einen kleinen Punkt bei der Landwirtschaft gesehen haben, kommt hier aber bei der Försterei und der Landwirtschaft doch ein relativ großer Teil zusammen an Treibhausgasen. Und das ist halt, wir haben nicht nur CO2 als Treibhausgas, sondern Methan, was zum Beispiel in der Landwirtschaft in größeren Mengen ausgestoßen wird, spielt eine wichtige Rolle. Und es spielen aber auch gewisse Stoffe, wie sie in Kühlschränken und Klimaanlagen auftauchen, auch eine wichtige Rolle, nämlich die fluorierten Kohlenwasserstoffe. Und zu der Thematik, beziehungsweise zu deren Ersatz, forschen wir auch. Deswegen, da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Das heißt, wir sollten diesen Anteil nicht ganz vergessen. Solche Diagramme kennen Sie wahrscheinlich. Und daraus kann man eigentlich schon mal Mut schöpfen, wenn man sieht, okay, meistens wird es hier als Quellen der Energie in Deutschland bezeichnet. Ich habe schon mal erweitert um Quellen elektrischer Energie. Und genau darum geht es nämlich, dass wir, wenn wir uns die elektrische Energie uns anschauen, wo kommt sie her, dann sehen wir, die Erneuerbaren tragen schon etwa ein Drittel dazu bei in Deutschland. Und die teilen sich wiederum auf in Windkraft zum größten Teil, dann Photovoltaik und Biomasse sind von gleicher Größenordnung und Wasserkraft und der sogenannte regenerative Anteil vom Hausmüll sind eher etwas kleiner. Gerade die Wasserkraft braucht natürlich auch entsprechend geologische Möglichkeiten, und die haben wir in Deutschland nur eingeschränkt. Gut, wie schon gesagt, das wirkt schon mal sehr ermutigend und was Sie auch noch anschauen sollten, ist die Zahl hier, nämlich 218 Terawattstunden wird an elektrischer Energie durch die sogenannten Erneuerbaren zur Verfügung gestellt. Und Sie sehen, der Rest hier sind Erdgas, Steinkohle, Kernenergie und Braunkohle. Und diese drei wollen wir demnächst streichen in Deutschland. Wenn wir jetzt aber stattdessen uns mal anschauen, wie ist denn der Primärenergieverbrauch, dann sieht die ganze Geschichte anders aus. In Deutschland werden insgesamt etwa 3.500 Terawattstunden Energie, Primärenergie eingeführt, das heißt die Energie, wie sie ursprünglich erstmal ankommt. Und jetzt, wenn man sich diese Grafik anschaut, die ist von vor 2 Jahren, es hat sich ein kleines bisschen verändert, aber nicht viel seitdem, da sehen wir, dass die Erneuerbaren einen Anteil von nur noch 15% etwa beisteuern. Und sogar die, die eben so stark aussehen wie Kernenergie, Braunkohle und Steinkohle, wirken jetzt gar nicht mehr so mächtig, sondern wir haben hier noch einen großen Anteil, der vom Mineralöl herstammt und einen relativ großen Anteil, der vom Erdgas herstammt. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn wir die gesamte Energie, so wie sie ist, ohne irgendwas dran zu verändern, durch Erneuerbare ersetzen wollten, Sie erinnern sich an die Zahl von eben, knapp über 200, dann müssten wir natürlich, um die Klimaziele zu erreichen, das heißt den CO2-Ausstoß um 80, 90% zu reduzieren, müsste der Anteil der sogenannten Erneuerbaren um etwa das 5- bis 6-fache steigen. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jetzt überall fünfmal so viel Windräder, fünfmal oder sechsmal so viele Solarpanels und so weiter. Und Sie sehen schon, das alleine kann nicht der Weg sein, den wir gehen können oder wollen. Also stellt sich erstmal die Frage, was machen wir eigentlich überhaupt mit der Energie? Was machen wir in Deutschland damit? Und da werden ganz gerne
Da wird ganz gerne der Energieverbrauch nach Sektoren unterteilt. Wie viel verbrauchen wir im Verkehr, im Haushalt, in der Industrie oder jetzt hier im Gewerbe, Handel und Dienstleistungen? Und interessant dabei ist, wenn sich zum Beispiel mal die Haushalte anschauen, dass etwa 90% der Energie in Wärme geht. Ja, das heißt, wir benutzen ganz viel unserer Energie, um Häuser zu heizen, Wasser zu heizen und ähnliches. Ähnliches gilt auch in der Industrie. Da haben wir etwa 73%, die in die Wärme gehen. Oder hier im Gewerbe sind es etwa 57%. Nur im Verkehr, da ist der größte Teil hier mechanische Energie. Das heißt, uns sollte erstmal klar sein, dass ein Großteil der Energie schlicht und einfach nicht elektrische Energie ist und dass ein großer Teil davon auch in Wärme übergeht. Und der Ansatz bei der Energiewende ist, dass wir so viel elektrische Energie wie irgendwie möglich aus diesen sogenannten erneuerbaren Energien zur Verfügung stellen und dass wir dann die unterschiedlichen Sektoren möglichst stark elektrifizieren, dass wir dadurch die verschiedenen Sektoren miteinander koppeln, nämlich auch an die Energiewirtschaft, die jetzt hier nicht explizit aufgeführt ist. Aber Sie müssen daran denken, diese gesamte Elektrifizierung ist erst dann sinnvoll, wenn die elektrische Energie, die wir erzeugen, auch wirklich CO2-arm ist. Ja, sonst erzeugen Sie einfach das CO2 woanders, sogar wenn meinetwegen Ihr Elektrofahrzeug vor Ort kein CO2 ausstößt, wird halt irgendwo anders CO2 dafür ausgestoßen. Also am Ende ist das A und O, wir brauchen erst einmal die CO2-arme elektrische Energie. Was ich auch ganz instruktiv finde, ist, sich das mal pro Person anzuschauen. Und der Treibhausgasausstoß eines typischen deutschen Durchschnittsbürgers beträgt etwas in der Größe von 10, 11 Tonnen CO2 als CO2-Äquivalent. Und wenn Sie sich anschauen, wir möchten das um mindestens 80% reduzieren, das heißt, wir würden irgendwie auf so eine Zahl herunter müssen oder gar noch weiter herunter. Und es ist ganz klar, dass wenn unser gesamtes System so weiterläuft, wäre das nicht zu erreichen. Einerseits müssen wir bei verschiedenen Sachen die Produktionsprozesse verändern, aber ich kann es mir schlecht vorstellen, dass wir das alles hinbekommen, ohne dass wir auch unser Verhalten, unsere Art des Wirtschaftens auch anpassen. Aber gut. Jetzt haben sich die Akademien verschiedene Gedanken gemacht, wie denn die Energiewende aussehen kann. Und soweit ich das erkennen kann, richtet sich die Politik, die Bundesregierung, Bundestag auch stark danach. Und wir sind jetzt gerade in dieser zweiten Phase, bei der es jetzt vor allem um so Sachen geht wie Flexibilisierung bei der Systemintegration, um direkte Stromnutzung und um Speicherung von Energie. Und in späteren Phasen wird es wichtig sein, dass wir auch synthetische Brennstoffe, Kraftstoffe erzeugen, weil wir werden auf verschiedene Verbrennungsprozesse nicht verzichten können. Und dann geht es vor allem darum, dass das Kohlendioxid bzw. Kohlenstoff eventuell aus anderen Medien wieder zurückgewonnen wird, sodass wir Kreisläufe immer mehr schließen. Und das ist aber momentan noch keine ernsthafte Option, solange der Strom nicht zum größten Teil aus ja, wetterabhängigen Energiequellen stammt. Und irgendwann am Ende möchte man eine finale Defossilierung haben. Achten Sie bitte darauf, es ist keine Dekarbonisierung. Wir werden aller Voraussicht nach nicht auf Kohlenstoff als Element verzichten. Wir müssen aber auf die fossilen Energieträger verzichten und wir müssen uns Gedanken dazu machen, wie wir eventuell auch Kohlendioxid im Kreislauf führen. Wenn man die ganze Geschichte geschickt anstellt, dann kann man sich überlegen, wie viel Strom bräuchten wir denn dann zusätzlich, um die verschiedenen Sektoren miteinander zu koppeln. Und hier sind zwei solche Modellberechnungen oder Szenarienberechnungen von der Akademie Akatec. Und was Sie hier vor allem sehen, ist, dass der zusätzliche Bedarf an elektrischer Energie
bis 2050 zumindest hier vorhergesagt wird im Bereich von 300, 400, vielleicht auch 500 Terawattstunden, was zumindest im Vergleich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir das Szenario überhaupt nicht ändern würden, dann nur noch einen Faktor von einer, also so etwas wie eine Verdopplung bis Verdreifachung der wetterabhängigen Energien bedeuten würde. Das heißt, wir müssten dann die Zahl der Windräder dann nicht mehr verfünf- oder versechsfachen, sondern nur noch verdoppeln oder verdreifachen. Man kann natürlich auch Energie importieren, aber auch dann müsste man letztendlich andere Länder davon überzeugen, dass sie das für uns auch machen, dass es dann entsprechend auch ein günstiges Geschäft für sie ist. Zum Problem der wetterabhängigen Stromerzeugung. Ein Problem, das immer wieder adressiert wird und an dem es dann entsprechend auch viel zu forschen gibt es, wenn wir wetterabhängig Strom erzeugen, kommt es halt leider auch vor, dass gelegentlich weder der Wind bläst noch die Sonne scheint. Und hier ist mal ein Bild gezeigt für den Januar 2017, wie denn da oben ist der Strombedarf als durchgezogene Linie und wie dann quasi stundenweise dieser Strombedarf gedeckt wird. Und was Sie vor allem erkennen können, ist, dass es gewisse Zeiten gibt, bei denen zum Beispiel ganz viel Energie durch Windenergie zur Verfügung gestellt wird oder durch Solarenergie auch und ein gewisser Teil auch durch Biomasse, aber dass hier zum Beispiel ganz große Anteile auch durch Kohlekraft letztendlich zurzeit noch zur Verfügung gestellt wird. Und was machen wir, wenn so etwas passiert? Wenn für Größenordnung eine Woche weder der Wind bläst noch die Sonne scheint oder zumindest ausreichend scheint. Deswegen ist Energiespeicherung eine ganz wichtige Problemstellung diesbezüglich. Das passiert nicht dauernd, aber wenn es mal passiert, können wir als Gesellschaft das momentan oder wollen wir das als Gesellschaft momentan nicht akzeptieren, dass wir mal eine Woche ohne Strom sind oder wirklich nur noch Minimalbetrieb fahren. Und wenn man über Energiespeicherung nachdenkt, dann, ich fange mal auf der rechten Seite an, dann spielen so Sachen wie Energiedichten eine wichtige Rolle. Wie viel Energie kann ich in einem bestimmten Energieträger entweder pro Kubikmeter oder pro Kilogramm speichern? Und eigentlich ist volumetrische, sprich pro Kubikmeter, meist das Wichtigere. Und was in diesem Diagramm vor allem gezeigt ist, ist, dass gerade Kohlenwasserstoffe, Diesel, Biodiesel und so weiter, aber auch hier flüssiges Erdgas, verflüssigtes Erdgas, haben relativ große Energiedichten. Batterien, Druckluftspeicher und ähnliche finden Sie alle da unten in dieser Ecke. Das heißt, wenn Sie die gleiche Menge Energie speichern möchten mit dieser Form von Energie, brauchen Sie immense Volumina. Entsprechend müssen Sie überlegen, welche Flächen haben Sie zur Verfügung? Und bei manchen auch, können Sie sich das überhaupt leisten? Hier ist noch eine zweite Grafik, die ich Herrn Schlögl einen Artikel von Herrn Schlögl entnommen habe, was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn man jetzt einfach schaut, wie kann man für Sekunden, Stunden, Tage oder Monate Energie speichern? Und ich habe ja gerade das mit der Dunkelflaute gezeigt, aber andererseits haben wir auch die Variation zwischen Sommer und Winter zum Beispiel. Dann, und hier sind die entsprechenden Leistungen, die man entsprechend abgreifen könnte. Dann sieht man, dass wenn man hier in den Bereich von Tagen kommt, da kann sowas wie Druckgasspeicher, Druckluftspeicher können da eine Rolle spielen. Man kann natürlich Pumpwasserkraftwerke benutzen, aber für moderate Energien, dazu komme ich später nochmal zurück, aber insbesondere chemische Energieträger wie Wasserstoff, Kohlenwasserstoffe, Biomasse oder synthetische Brennstoffe, die spielen da eine wichtige Rolle für eine Überbrückung. Und das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Zukünftige chemische Energieträger. Auch da hat die Akatec sich Gedanken dazu gemacht. Und was Sie vor allem jetzt zum Beispiel für ein Minus-85%-Szenario sehen, ist, dass auch bei so einem Szenario zumindest das Erdgas noch eine wichtige Rolle spielen wird. Wir werden aller Voraussicht nach nicht ohne solche
ja, Energieträger mit hoher Energiedichte auskommen. Und beim Erdgas ist noch der Vorteil, dass wir ein Erdgasnetz haben, in dem man relativ viel Energie deutschlandweit auch speichern kann. Sozusagen das Erdgasnetz können wir auch als eine Art von Speicher betrachten. Gut, und dann könnte es künftig so aussehen, dass wir zum Beispiel mithilfe von Solar- oder Windenergie aus zum Beispiel Wasserstoff erzeugen. Den Kohlenstoff bzw. Kohlendioxid könnte man biologisch fixieren, dann hätten wir Wasserstoff und Kohlenstoff und dann würde man über verschiedene Schritte in der Regel, ich weise noch wenige Sachen jetzt nochmal hin, so etwas wie Synthesegase auch über Methan erzeugen. Synthesegase ist eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Auch das wird nachher nochmal vorkommen. Und daraus haben wir dann die Möglichkeit, Kohlenwasserstoffe zu erzeugen oder Methanol, die man auch zum Beispiel für den Verkehrssektor einsetzen kann, weil zumindest wenn es um so etwas wie Lastverkehr geht, sieht es nicht danach aus, als könnten wir das ohne weiteres direkt elektrifizieren. Da sind die Energiedichten von den Kohlenwasserstoffen kaum zu schlagen, insbesondere wenn sie es auch noch mit sich herumschleppen müssen. Gut, so viel erstmal zum Rahmen. Im Folgenden möchte ich erstmal einige thermodynamische Grundlagen legen, wie wir es denn auch schaffen können, dass wir am Ende auch wirklich weniger Energie benötigen. Und das hängt auch stark mit diesen großen Mengen an Wärme zusammen, die vorhin in den Diagrammen auftauchten, die wir benötigen als Gesellschaft. Das heißt, was macht ein Thermodynamiker in diesem Zusammenhang? Wir arbeiten natürlich an technischen Fragestellungen. Und wenn es um so etwas wie die Wärmebereitstellung geht, spielen dann Wärmepumpen eine ganz wichtige Rolle. Und uns interessiert zum Beispiel, wenn da in dieser Wärmepumpe ein Fluid drin ist, sprich eine Substanz, die mal flüssig, mal dampfförmig ist, wie können wir die Wärmepumpe durch deren Auswahl verbessern? Wie können wir überhaupt Fluide nehmen, die selbst für den Klimawandel weniger relevant sind? Und wir machen uns auch grundlegende Überlegungen zur thermischen Energiespeicherung und zur Kopplung von chemischer Wandlung und Arbeitsabgabe in Verbrennungsmotoren. Das ist letztendlich auch das, wie ich den Titel für diesen Vortrag gewählt habe. Aber erstmal möchte ich einige Grundlagen der Thermodynamik hierfür legen. Gut, sehen wir uns ein wenig die thermodynamischen Grundlagen an. Zunächst mal die Energieerhaltung, auch der erste Hauptsatz der Thermodynamik genannt, ist etwas, was Ihnen wahrscheinlich vollkommen vertraut sein dürfte, nämlich Energie bleibt erhalten. Verschiedene Formen der Energie können ineinander umgewandelt werden, aber wir können sie ja weder erzeugen noch vernichten, auch wenn das im allgemeinen Sprachgebrauch sich immer danach anhört. Und was wir als Thermodynamiker, aber natürlich auch die ganzen Physiker, Chemiker und so weiter machen, ist, wir definieren sehr genau Formen der Energie und Formen der Energieübertragung und bilanzieren dann. Sehen einfach, wo ist welche Energieform von einem System auf ein anderes übertragen worden oder umgewandelt worden. Und es gibt diverse Energieformen, zum Beispiel kinetische oder potenzielle Energie. Ja, Sie wissen, kinetisch entsprechend der Bewegung von Materie, potenzielle entsprechend der Höhe und elektrische Energie aufgrund von elektrischen Feldern bei insbesondere geladenen Teilchen. Aber es gibt auch eine Energie, die in Ihrem Stoff, in Ihrem Körper sein kann. Da sprechen wir von innerer Energie. Und die hängt jetzt nicht an der Lage, an elektrischen Feldern oder an der Geschwindigkeit. Aber zum Beispiel wird die innere Energie bestimmt durch die Temperatur eines Stoffes. Ja, bei hoher Temperatur hat er in der Regel eine hohe innere Energie, bei niedriger Temperatur eine niedrige, etwas vereinfacht dargestellt. Und wir benutzen hierfür in der Regel das Symbol U. Und dann unterscheiden wir stark davon Formen von Energieübertragung, nämlich Wärme und Arbeit. Wärme ist Energieübertragung aufgrund einer Temperaturdifferenz. Da sind wir relativ präzise. Ja, nur wenn von einem System auf ein anderes, also stellen Sie sich vor, wir hätten hier einen Block bei
100 Grad Celsius und hier einen zweiten Block bei 20 Grad Celsius oder auch die Umgebung, dann hat dieser Block bei 100 Grad Celsius hat eine entsprechend höhere Energie, als wenn der Block sonst gleich groß wäre und gleiches Material wäre bei 20 Grad Celsius. Wenn wir die jetzt aber aneinander halten, wird Wärme von diesem auf jenes System übertragen. Dann würden wir von Wärme sprechen. Wir benutzen dafür das Symbol Q. Und Arbeit wäre zum Beispiel die Fähigkeit, eine Masse anzuheben als Beispiel. Es gibt auch elektrische Arbeit und so weiter. Das will ich gar nicht weiter ausführen. Und dafür benutzen wir dann das Symbol W. Aber gut, momentan eigentlich nur Wärme ist eine Form der Energieübertragung. Wenn sie aber dann im System drin ist, sprechen wir von innerer Energie. Entsprechend, was machen wir in der Thermodynamik? Wir schauen uns so ein System an, wie es hier angedeutet ist, und schauen, was geht alles über die Systemgrenze. Ja, dieses gepunktete oder das, was ich jetzt hingezeigt habe, ist eine Systemgrenze. Und da kann Energie aufgrund von Wärme rein oder rausgehen. Es kann als Form von Arbeit rausgehen. Entsprechend, wenn ich das zeitabhängig hinschreibe, ich halt Wärmeströme oder Arbeit pro Zeit ist eine Leistung. Und wenn sich hier die Energie mit der Zeit ändert, dann kann ich das hier bilanzieren. Hinzu kommt, dass auch jeder Stoff, der hier rein oder rausgeht, insbesondere seine innere Energie mit reinbringt, oder der, der rausgeht, nimmt seine innere Energie mit raus, und das bilanziere ich hier auch. Und wenn es reingeht, sind die Werte positiv, wenn es rausgeht, sind die Werte negativ, und dann schaue ich am Ende, wie viel ist denn jetzt noch drin. Okay, also eine eher buchhalterische Tätigkeit. Und das können wir uns dann entsprechend für verschiedene Prozesse, zum Beispiel für ein Kraftwerk, das sich hier jetzt in der Mitte befinden würde, aufschreiben. Das sagt mir eigentlich nur die Energieerhaltung, dass alles, was an Energie reingeht, und Kraftwerk soll ja Wärme bei hoher Temperatur in der Regel in eine Leistung umwandeln, dass alles, was da oben reingeht, muss irgendwo auch wieder rauskommen oder halt drin bleiben beim Kraftwerk. Das wird meist im kontinuierlichen Betrieb betrieben. Das heißt, alles, was reingeht, muss irgendwo rausgehen. Das heißt, wenn nicht alles hier in Leistung umgewandelt wird, muss halt hier auch ein gewisser Teil bei niedrigerer Temperatur abgegeben werden. Und ob so ein Kraftwerk gut ist oder nicht so gut, das legen wir fest, beziehungsweise stellen wir fest, durch den Vergleich der abgegebenen Leistung zu dem Wärmestrom. Da sprechen wir vom Wirkungsgrad, das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Hier hätten wir ein Kraftwerk mit einem recht guten Wirkungsgrad. Das wäre nämlich auch ein sogenanntes reversibles Kraftwerk nach Carnot. Gut, stellt sich aber gleich die Frage der Energieerhaltung. Wie können wir Energie verschwenden? Kann man Energie regenerieren? Wir sprechen also immer wieder von regenerativen Energien. Und wo bleibt es am Ende? Und da hilft dann wiederum der zweite Hauptsatz weiter und das Konzept, was ich Ihnen gleich vorstellen möchte, nämlich das Konzept der Exergie, welches wir dann in den Ingenieurwissenschaften relativ häufig benutzen, aber in anderen Bereichen der Gesellschaft eigentlich eher weniger bekannt ist, aber meines Erachtens sehr nützlich. Aber kommen wir erstmal zum zweiten Hauptsatz. Ich habe versucht zu vereinfachen, ohne hoffentlich zu viel zu vereinfachen. Im Prinzip sagt der zweite Hauptsatz nur eine einfache Sache. Wärme fließt von alleine, nur von hohen zu niedrigen Temperaturen. Das, was ich eben mit diesen beiden Kästchen auch angedeutet hatte. Und während das passiert, während die Wärme von der hohen zu niedrigen Temperatur fließt, kann man sozusagen nebenbei aus einem Teil Arbeit gewinnen. Weiterhin, wenn Sie es umkehren wollen, wenn Sie die Wärme wieder von der niedrigen zur hohen Temperatur bringen wollen, dafür müssen Sie Arbeit aufwenden. Das macht zum Beispiel Ihr Kühlschrank. Und weiterhin kommt noch die Aussage, wenn die Temperaturdifferenz groß ist zwischen der hohen und der niedrigen Temperatur, dann können Sie entlang des Wärmeflusses auch mehr Arbeit gewinnen. Aber wenn Sie es umkehren wollen, müssen Sie auch mehr Arbeit aufbringen. Und das Letzte ist, wenn wir keine Temperaturdifferenz haben, brauchen wir auch keine Arbeit zum rückgängig machen. Wir können aber auch keine herauskriegen. Das heißt, wenn wir Arbeit gewinnen wollen, brauchen wir auch ein Ungleichgewicht. Wir als Thermodynamiker sprechen mit einem thermischen Ungleichgewicht. Wenn wir im Gleichgewicht sind, überall die gleiche Temperatur, keine Temperaturdifferenz, bekommen wir auch keine Arbeit heraus. Okay, das kann man jetzt in mehrerlei Hinsicht nutzen. Und insbesondere geht das jetzt auf Carnot zurück.
im besten aller Fälle, können wir für eine gegebene Wärmemenge eine bestimmte Arbeitsmenge herauskriegen. Dann hängt das im besten Falle nur an diesen beiden mittleren Temperaturen, von diesen beiden mittleren Temperaturen ab. Je weiter die auseinander sind, desto größer wird der Wirkungsgrad. Das ist hier in einer Formel dargestellt. Nämlich am besten wäre ja 100%, also eine 1. Und wenn die niedrige Temperatur hier viel kleiner ist als die obere Temperatur, die hohe Temperatur, dann würden sie fast nichts subtrahieren. Hingegen, wenn die beiden gleich groß sind, subtrahieren sie eine 1 und der Wirkungsgrad ist 0. Sie kriegen dann keine Arbeit für die Wärme heraus. Okay, das heißt, eine ganz wichtige Aussage, die wir haben für eine Umwandlung von Wärme in Arbeit, bräuchten wir eine große Temperaturdifferenz. Wir können das aber auch umkehren. Zum Beispiel in einer Wärmepumpe. Hier ist eine Kompressionswärmepumpe skizziert. Da habe ich eine ganz schöne Animation im Internet gefunden. Sie kennen so etwas aus Ihrem Haushalt, denke ich, aus dem Kühlschrank, aber ich glaube, vielen ist nicht klar, was eigentlich der Vorteil davon ist, wenn man es zur Wärmebereitstellung nutzt. In Ihrem Kühlschrank möchten Sie meist hier irgendein Gut kühlen, möchten also Wärme bei niedriger Temperatur abführen. Sie benutzen dafür einen Verdichter, das heißt Sie nicht, aber ja, die Firma, die es für Sie erzeugt hat. Und dieser Verdichter wird am Ende relativ wichtig bei einem meiner eigenen Arbeiten. Das heißt, wenn dieser hier optimal läuft, dann sagen wir, der hätte einen Verdichterwirkungsgrad von 100% und dann kann er auch schlechter werden, natürlich Richtung 0%. Aber wir haben hier eine Wärmezufuhr und da hinten kommt aber auch eine Wärme raus, weil es gilt ja weiterhin, was wir eben gesagt hatten, die Energieerhaltung. Ja, das heißt, die Summe aus allen zugeführten, zu und abgeführten Wärmen und Leistungen müssen sich zu Null addieren, wenn wir die richtigen Vorzeichen nehmen. Entsprechend können wir bei so einer Kompressionswärmepumpe, da sind wir jetzt interessiert an der Wärme, die hier abgegeben wird, mit der wir zum Beispiel ein Haus heizen wollen oder warm Wasser bereitstellen wollen. Da vergleichen wir den Wärmestrom, den wir abgeben, mit der Leistung, die wir zuführen. Und die Idee ist, dass wir natürlich gerne viel Wärme für wenig Leistung haben möchten. Und da hilft uns schon wieder die Aussage des zweiten Hauptsatzes. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als die Umkehrung der Wärmeleitung. Und wenn die Temperaturdifferenz klein ist, dann dividiere ich hier durch was Kleines, dann bekomme ich viel Wärme für wenig Arbeit oder großer Wärmestrom für wenig Leistung. Wenn die Temperaturdifferenz groß ist, ist die ganze Geschichte nicht so günstig. Und das ist hier einmal berechnet. Das heißt, wir. Und was Sie vor allem erkennen können, ist, dass Sie bei so einem einer reversiblen Wärmepumpe, wenn Sie nur eine kleine Temperatur benötigen, meinetwegen hier von etwa 7 Grad Celsius auf etwa 30 Grad Celsius, wie es bei einer Fußbodenheizung benötigen, dann können Sie hier 10 Kilowatt an Wärmestrom bekommen bei den 30 Grad für nur etwa 1 Kilowatt elektrischer Leistung. Das heißt, damit können Sie letztendlich viel Wärmestrom für wenig Leistung bekommen. Die ganze Geschichte wird ungünstiger, das sagt uns diese Formel hier, wenn die Temperaturdifferenz zwischen hier unten und hier oben größer wird. Das heißt, schon wenn Sie zum Beispiel Warmwasser bei 60, 70 Grad zur Verfügung stellen möchten, müssen Sie mehr Leistung für den entsprechenden Wärmestrom dann zur Verfügung stellen. Und dann kommen wir noch zu einem Konzept aus menschlicher Sicht, der was mit Energie zu tun hat, nämlich wenn man sich erstmal überlegt, was ist denn wirklich wertvoll an der Energie aus Sicht des Menschen? Und dann würde man, denke ich, relativ bald zu dem Schluss kommen, dass Sie die Energie nutzen können, wie Sie wollen. Das bedeutet, wenn Ihnen gerade kalt ist, möchten Sie vielleicht Wärme aus der, die Energie nutzen zur Wärmebereitstellung. Und wenn Sie aber gerade im Sommer auf der Terrasse sitzen, möchten Sie vielleicht dann lieber einen Kühlschrank betreiben oder Sie möchten Ihren Computer mit Strom betreiben. Entsprechend ist die Umwandelbarkeit extrem wichtig. In andere Energieformen, wie auch immer Sie sie haben möchten. Und es gibt Energieformen, da lernt man, die sind besonders wertvoll, wie zum Beispiel Arbeit oder elektrische Energie. Die lassen sich nämlich beliebig in jede andere Energieform umwandeln.
Und es gibt Energieformen wie Wärme, innere Energie, chemische Energie, bei denen geht es nur eingeschränkt. Die können dann eventuell auch einen niedrigeren Wert haben. Und genau dieser Gedanke steckt der ganzen Geschichte zugrunde, nämlich, weil liegt der Sache zugrunde, wir können ja die Energie einer Energiequelle aufteilen in zwei Teile. Einen nützlichen, den wir wandeln können, wie wir wollen, den nennen wir Exergie. Und den nicht nützlichen, quasi wertlosen, den nennen wir Anergie. Wichtig ist aber, der zweite Hauptsatz sagt uns, wenn wir keine Temperaturdifferenz haben, können wir auch nichts wandeln. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein Ungleichgewicht, deswegen müssen wir die Umgebungsbedingungen hier berücksichtigen. Und wie kommt die rein? Na, letztendlich ein System, das bei Umgebungsbedingungen ist, das kann weder Wärme noch Arbeit abgeben. Da sprechen die Englischsprachigen auch vom toten Zustand, vom Dead State. Das heißt, wir bringen im Prinzip immer eine Energiequelle ins Gleichgewicht mit der Umgebung und schauen, wie viel Energie könnten wir im besten Falle dabei wandeln, zum Beispiel in Form von Arbeit. Und bei einer Wärmequelle kommt dann unter anderem heraus, deswegen habe ich das auch schon so vorbereitet, dass von der Wärme nur der Anteil umwandelbar ist, den wir eben auch bei diesem Wirkungsgrad hatten, der sogenannte Carnot-Faktor. Das heißt, hängt jetzt stark davon ab, wie sehr diese Temperatur von der Umgebungstemperatur abweicht, ob ein Großteil dieser Wärme umwandelbar ist oder nur ein kleiner Teil. Und das habe ich Ihnen mal berechnet für verschiedene Temperaturen, bei einer Umgebungstemperatur von 290 Kelvin, also um die 20 Grad herum. Dann ist zum Beispiel, wenn Sie so viel Energie in einer Quelle haben, nämlich 100 Joule, dann ist bei 400 Kelvin, also bei etwa 130 Grad, sind noch nicht mal 30 Joule davon wirklich wertvoll. Der Rest ist wertlos aus Sicht der Exergie. Wohingegen, wenn Sie zum Beispiel eine Energiequelle bei 1400 Kelvin haben, dann sind fast 80 Joule von 100 Joule nutzbar, wandelbar. Und das Problem ist, dass wenn Sie zum Beispiel einen Stein bei 1400 Kelvin einfach in Wasser bei Umgebungstemperatur schmeißen, dann gibt es natürlich seine Energie ab, aber am Ende haben Sie nur noch Energie bei 290 Kelvin. Das heißt, Sie haben die Energie tatsächlich, oder die Exergie, die haben Sie vernichtet. Die Exergie können Sie also verschwenden. Und das Hauptziel des Technikers ist es an der Stelle, die Exergie möglichst zu erhalten, möglichst wenig von dieser Exergie zu verschwenden. Und da wir später auch auf chemische Energien kommen, nur der Hinweis, die chemische Exergie von Brennstoffen ist zumeist im Bereich von 90 bis 100% der Energie, die bei einer Verbrennung abgegeben wird. Der sogenannte Brennwert ist also sehr, sehr wertvoll, wohingegen zum Beispiel die Exergie von Kohlendioxid in der Nähe von Null ist. Und Exergie kann also auch vernichtet werden durch Wärmeübertragung ohne Arbeitsgabe, durch Mischprozesse, aber auch durch nicht optimale chemische Reaktionen. Das heißt, wenn wir uns das nochmal überlegen, sind wir also da viel näher an dem alltäglichen Gebrauch des Begriffes Energie. Gut, damit habe ich die Grundlagen gelegt und wir können uns dann zumindest zwei in unserer Forschungsgebiete ein wenig nähern und deren Grundideen. Ja, Wärmepumpen und thermische Speicher, wobei die thermischen Speicher, die uns interessieren, die sollen letztendlich elektrische Energie speichern und später auch wieder abgeben. Deswegen werden sie in jüngerer Zeit auch Carnot-Batterie genannt. Und die wenigen Resultate, die ich Ihnen dann zeige, die kommen aus den Dissertationen der Herren Wenzig und Roskosch. Ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, Wärmepumpen sind natürlich insbesondere dann interessant, wenn wir ausreichend elektrische Energie aus den sogenannten regenerativen Quellen zur Verfügung haben, dann kann es sinnvoll sein, sie einzusetzen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Das habe ich hier auch nochmal berechnet. Zum Beispiel, wenn Sie nur mit Methan heizen, also eine Erdgasheizung hätten, einen Heizwert, hier hätten wir auch einen Brennwert nehmen können, wäre es ein bisschen besser, dann würden Sie etwa 55 Gramm Kohlendioxid pro Megajoule Energie abgeben. Wenn Sie eine reine Elektroheizung hätten, also eine Heizung, die einfach die Energie vom Strommix nimmt
und direkt über einen Widerstand in Wärme umwandelt, dann würden Sie stattdessen 132 Gramm abgeben pro Megajoule, was natürlich deutlich schlechter ist. Hingegen, wenn Sie eine Wärmepumpe nehmen mit dem Strommix von 2018 und diese Wärmepumpe habe mal eine Leistungszahl, die jetzt nicht extrem hoch ist, von 3,5, dann würde es sogar jetzt schon mit dem jetzigen Strommix dazu führen, dass wir weniger CO2 abgeben. Sie müssen natürlich daran denken, beim Einsatz der Wärmepumpe, Ihr Haus muss darauf vorbereitet sein. Sie müssen überhaupt so etwas wie Fußbodenheizung eingebaut haben, weil wenn Sie das für normale Heizung benutzen, dann wird diese Leistungszahl sehr schnell schlechter. Und was jetzt in dieser Berechnung überhaupt nicht drin ist, zum Bau einer Wärmepumpe oder auch sonstiger Geräte, braucht man natürlich auch noch eine Energie und das kann natürlich auch die CO2-Bilanz belasten. All das ist nicht drin. Genau genommen braucht man eigentlich so etwas wie eine Lebenszyklusanalyse, eine Lifecycle Analysis. Gut. Ein Punkt, der uns interessiert, ist, wie können wir eventuell diese Leistungszahl hier verändern? Aber das andere ist, die bisherigen Kältemittel, also diese Fluide, die wir vorhin in diesem Schema hatten, die sind häufig klimaschädlich. Und viele Kältemittel, die heutzutage eingesetzt werden oder noch eingesetzt werden, haben eine Schädlichkeit im Vergleich zu CO2, die im Faktor über 1000, manchmal sogar 4000 höher ist. Andererseits muss man natürlich daran denken, die Mengen, die wir in Kühlschränken, aber auch in Wärmepumpen zurzeit benutzen, sind relativ gering im Vergleich zu der Menge an CO2-Ausstoß, aber nichtsdestotrotz tragen sie ihren Teil zum Klimawandel, zur Klimakrise bei. Und es ist mit Sicherheit sinnvoll, wenn möglich, solche Stoffe mit solchen zu ersetzen, die einen wesentlich geringeren GWP-Wert haben, also sprich die Klimaschädlichkeit im Vergleich zu CO2. Und uns interessieren dann insbesondere natürliche Ersatzkältemittel, insbesondere eher sowas wie diese ersten paar. Andere Ersatzkältemittel können aber auch Kohlendioxid selbst sein, kann Ammoniak sein, oder es werden auch synthetische Kältemittel gesucht. Das ist momentan ein recht aktuelles Gebiet. Und interessanterweise haben sich die Kältemittel in solchen Kühlschränken, aber auch Wärmepumpen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte doch ordentlich geändert. Und lustigerweise sind wir wieder da, wo wir begonnen haben. Nein, nicht wir, unsere Vorgänger. Nämlich die allererste Generation haben in Kältemaschinen wirklich so etwas wie die Ethylether, aber auch sowas wie Propan oder Isobutan benutzt. Irgendwann hat man festgestellt, dass wenn man die fluorierten, chlorierten Kohlenwasserstoffe nimmt, dass die ja nicht brennbar sind und dadurch sicherheitstechnisch wesentlich besser zu nutzen sind und trotzdem gute Leistungszahlen hinzubekommen sind. Dann hat man bemerkt, dass diese Stoffe eine ozonabbauende Wirkung haben, vor allem durch das Chlor da drin. Und dann haben wir nämlich auch in einer weltweiten Anstrengung es geschafft, diese praktisch vollständig zu ersetzen. Und nach meiner Information ist tatsächlich auch das Ozonloch, glaube ich, geschlossen, aber das ist nicht mein Gebiet. Man hat diese dann entsprechend ersetzt durch die nur fluorierten Kohlenwasserstoffe, beziehungsweise die HFKWs, also wo auch noch Wasserstoff mit dabei ist. Die haben zumindest keine ozonabbauende Wirkung, aber, wie man jetzt weiß, tragen sie halt zur Erwärmung, zur globalen Erwärmung bei. Und insofern ist die vierte Generation weitgehend wieder die erste Generation. Man könnte sagen, der Kreis hat sich geschlossen. Und bei unseren eigenen Arbeiten geht es nun insbesondere um Kohlenwasserstoffe, die man benutzen möchte zum Ersatz von bestehenden Anlagen. Wenn man natürlich eine neue baut, kann man die erst recht optimieren. Aber häufig hat man ja schon Kälteanlagen bzw. Wärmepumpen, in denen schon bisher umweltunfreundliche Stoffe drin waren. Die möchten wir ersetzen. Die Frage ist, nach welchen Kriterien kann man das machen? Und uns interessieren die Gemische, werde ich gleich nochmal ein bisschen erklären. Die können thermodynamisch auch sehr hilfreich sein, indem sie die Leistungszahl erhöhen und dadurch letztlich den indirekten Treibhauseffekt reduzieren.
Der Vorteil von diesen Kohlenwasserstoffen ist, zumindest sind sie nicht giftig, sie sind chemisch stabil, haben aber natürlich den Nachteil, den ich vorhin schon gesagt habe, sie sind brennbar und eventuell bräuchte man dann auch sowas wie einen Explosionsschutz für elektrische Komponenten, wobei die natürlich nur brennbar sind, wenn sie mit Luft gemischt sind, alleine, also Isobutan alleine würde natürlich nichts machen mit einem Zündfunken. Ich behaupte mal, diese Risiken sind beherrschbar, die werden auch schon häufig genutzt in kommerziellen Anlagen. Gut, hier mal eins unserer Resultate, wo wir in ein und derselben Anlage unter sonst sehr gleich, möglichst gleichen und sehr gut vergleichbaren Bedingungen unterschiedlichste Arbeitsmittel, also Kältemittel benutzt haben, unter anderem halt auch die traditionellen. Und was jetzt vielleicht am interessantesten ist, ist die Leistungszahl, die zum Beispiel bei so etwas wie Propan sogar besser ist als die bei den bisher eingesetzten Kältemittel, aber auch bei sowas wie Propen oder bei Isobutan sind wir zumindest in der gleichen Größenordnung. Das heißt, wir können hier schön zeigen, dass man auch einen direkten Ersatz mit solchen Kältemitteln durchführen kann. Thermodynamisch vielleicht noch spannender ist, also wir haben uns da viele Details angeschaut, aber das möchte ich Ihnen jetzt heute nicht erläutern. Thermodynamisch noch interessanter ist, wenn wir von einem Reinstoff zu einem Gemisch übergehen. Hier ist mal gezeigt, wie sich die Temperatur verändert mit der Energie. Enthalpie zwar thermodynamisch, aber nehmen Sie das einfach als eine Energie. Hier drüben ist Dampf, hier ist Flüssigkeit und wenn wir von hier nach da gehen, erzeugen wir aus Flüssigkeit Dampf oder umgekehrt, wenn wir hier rüber gehen, erzeugen wir aus Dampf Flüssigkeit. Da sprechen wir von Kondensation. Wir möchten mit so einem Kreisprozess, wo ein Stoff hier im Kreis herumläuft, also hier wird ein Kompressor verdichtet, hier wird Wärme abgegeben bei der Kondensation, damit gedrosselt und dann wird wieder Wärme aufgenommen in der Nähe von Umgebungsbedingungen, dann möchten wir letztendlich ein Fluid hier aufwärmen in der Wärmepumpe. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, wenn die Temperaturdifferenz zwischen wärmeabgebendem Fluid und wärmeaufnehmendem Fluid, ja, hier dieses Wasser soll aufgeheizt werden, wenn die groß ist, sind die Verluste, die thermodynamischen Verluste groß, die Exergie wird vernichtet. Wenn wir hingegen hier eine gute Anpassung haben, wird halt wenig Exergie vernichtet und das kann durch so ein Gemisch gemacht werden. Und wir reduzieren die sogenannte mittlere Temperaturdifferenz. Und dass das wirklich funktioniert, sehen wir hier zum Beispiel, bei dem wir ein Gemisch von Propan mit Butan haben und wir haben hier Bedingungen, wo wir Wärme bei 0 Grad Celsius aufnehmen, bei 30 Grad abgeben. Und Sie sehen, wenn Sie immer mehr Propan zugeben, kommt es tatsächlich erstmal zu einer Verbesserung der Leistungszahl. Also wir kriegen mehr Wärme pro Leistung. Aber dahin kommt es nochmal nur zu einem schwachen Abfall. Eigentlich hätten wir erwartet, dass sozusagen das hier noch stärker überhöht ist. Und das hängt damit zusammen, dass der Kompressor, Sie erinnern sich an das, was ich vorhin gesagt habe, leider mit dem Gemisch nicht ganz so gut zurechtkommt wie mit dem Reinstoff. Dazu bräuchte man dann eine Variante von diesem Kompressor, damit man hier das gesamte Potenzial ausschöpfen kann. Und das ist zum Beispiel eins unserer Arbeitsgebiete, beziehungsweise eines der Gebiete, für das wir uns interessieren. Aber nichtsdestotrotz im Vergleich zu dem reinen Butan hat dieses Gemisch auf jeden Fall schon einen sehr starken Vorteil. Wir haben auch viele weitere Messungen, aber das will ich Ihnen heute nicht erklären. Aber diese Wärmepumpen sind auch Teil von thermischen Energiespeichern, wo wir Strom in innere Energie und dann wieder zurück in Strom umwandeln wollen. Und warum will man überhaupt thermische Energie speichern? Da auch nochmal zur Erinnerung als Zahlenbeispiel. Das ist relativ willkürlich, aber ich nehme eine Tonne Wasser, also 1000 Kilogramm. Wenn ich die um 100 Meter anhebe, wie das letztendlich bei den Stauseen zum Teil passiert, dann habe ich eine Energieänderung von 981 Kilojoule oder das reine Exergie, das heißt auch von 981 Kilojoule Exergie. Wenn ich stattdessen diese Tonne Wasser von 10 auf 100 Grad Celsius erhitze, dann muss ich diese Energiemenge zuführen, 378.000 Kilojoule. Die mittlere Temperatur dabei sind 55 Grad Celsius. Wenn ich damit die Exergieänderung berechne, dann ist es natürlich viel weniger als diese Energie, aber die pro Kilogramm bzw. pro 1000 Kilogramm speicherbare
Exergie ist hier mehr als ein Faktor 50 größer. Das heißt, da ist schon natürlich ein Vorteil. Wenn natürlich auch noch auf chemische Exergien geht, da geht es nicht mehr um Tausende, um einzelne Kilo, dann können wir mit einem Kilo Methan praktisch die gleiche Menge Exergie könnten wir auch speichern. Gut, was sagt uns jetzt erstmal die Thermodynamik dazu? Wenn wir erstmal diese reversiblen Maschinen nach Carnot erstmal nehmen würden und wir möchten hier Arbeit zuführen, als Wärme bei hoher Speichertemperatur abgeben, als innere Energie dann speichern und später wieder abgeben, um hier wieder eine Arbeit herauszukriegen, dann können wir eine Gesamteffizienz hier definieren, die einfach die austretende Arbeit hier hinten durch die eintretende Arbeit hier vorne darauf beziehen. Und wenn wir jetzt einfach sagen, wir hätten hier diese beiden idealen Maschinen von der Wärmepumpe und einer Wärmekraftmaschine, praktisch ein Kraftwerksprozess, wenn wir die miteinander multiplizieren, da hatte ich Ihnen vorhin ja die beiden Formeln schon mal angegeben, dann würden wir herauskriegen, im Prinzip ist hier ein Wirkungsgrad von 1 möglich, wenn Sie alles optimal machen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Die aus unserer Sicht nicht ganz so gute Nachricht ist, bei der Wärmepumpe hatten wir gelernt, wir sollten die Temperaturdifferenz zum Beispiel mal klein wählen oder für diesen Kraftwerksprozess hatten wir gelernt, dass wir die Temperaturdifferenz möglichst groß wählen sollten, um viel Arbeit abzugeben pro Wärme. Hier sagt uns Carnot nichts darüber aus, wie wir Temperaturen wählen sollten, egal wie wir sie nehmen würden. Es sollte eigentlich immer eins herauskommen. Wir könnten genauso viel Arbeit wieder abgeben, wie wir zuführen, was ja erstmal charmant ist. Wir haben das erstmal theoretisch untersucht, anhand eines solchen Wärmepumpenprozesses mit dem Speicher eingebaut in der Theorie und dann ein Kraftwerksprozess, ein sogenannter Organic Rankine Cycle Prozess, wo wir hier oben Arbeit abgeben und nachher in dem Diagramm wird vor allem die Güte dieses Expanders bzw. die Güte dieses Verdichters, wo die Leistung hereinkommt, die werden nochmal eine Rolle spielen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie könnte man so einen Prozess gestalten? Zum Beispiel könnte man versuchen, hier die Leistung immer maximal zu gestalten und dann sehen, wie hängt denn der Wirkungsgrad von der Temperatur hier im Speicher ab, wenn ich die Wärme hier immer bei Umgebungstemperatur aufnehme und bei Umgebungstemperatur wieder abgebe. Aber vorneweg muss man sich mal überlegen, wie gut müssen eigentlich die Teilprozesse sein? Ja, ich kombiniere ja eine Wärmepumpe und einen Kraftwerksprozess. Wenn jeder dieser Teile nur einen Wirkungsgrad von 50% hätte, dann ist der Gesamtwirkungsgrad in der Größenordnung von 25% und viele Energiespeicherprozesse, wo thermische Energie oder chemische Energie eine Rolle spielen, sind häufig in dem Bereich oder noch schlechter. Das hängt damit zusammen, dass man eigentlich für jeden Teilprozess einen sehr hohen Einzelwirkungsgrad benötigt, um einen guten Wirkungsgrad für den Gesamtprozess zu erzielen. Und wenn wir zum Beispiel 80% für jeden der Teilprozesse haben, dann bekommen wir hier 64% für den Gesamtprozess, bestehend aus der Wärmepumpe, also aus der Einspeicherung und aus der Ausspeicherung. Und das muss im Hinterkopf bleiben, warum dann am Ende die Wirkungsgrade verhältnismäßig klein sind. Das ist eigentlich nur elementare Mathematik, man muss sich bloß einmal überlegt haben. Jetzt hat der Kollege Tess einfach solche Carnot-Wirkungsgrade genommen, aber mit einer Wärmeübertragung hat versucht, die Wärmeübertragung nicht reversibel zu gestalten, mit merklicher Temperaturdifferenz, sodass er eine maximale Leistung herausbekommt. Und hat festgestellt, wenn man es so macht, bekommt man diese Abhängigkeit vom Gesamtwirkungsgrad von der Speichertemperatur. Was Sie vor allem sehen, die Zahlen sind irgendwo im Bereich von 30-40% und man sieht einen leichten Anstieg des Gesamtwirkungsgrads mit steigender Temperatur. Wir haben das mit theoretischen optimalen Fluiden durchgeführt für diesen Prozess, wie ich es gerade angedeutet habe. Da sehen wir, je nachdem, welche Bedingungen wir wählen, erhalten wir entweder auch einen leichten Anstieg des Gesamtwirkungsgrads mit der Temperatur oder eventuell sogar einen Abfall. Das heißt, nicht mal das ist wirklich klar bei diesen Prozessen, da stecken wir noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Das rechte Diagramm lassen wir jetzt mal weg für den Moment.
Aber was wir dann auch untersucht haben, ist, wenn wir nicht den Punkt nehmen mit der maximalen Leistung, sondern die auf etwa 80% dieser maximalen Leistung heruntergehen, dann kann der Gesamtwirkungsgrad von etwa 30% für jetzt eine bestimmte Bedingung auf Größenordnung 50% erhöht werden. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, die Leistung zu optimieren, sondern man muss da einen Kompromiss finden. Und wenn wir dann diesen Kompromiss genommen haben und dann die Temperaturabhängigkeit angeschaut haben, dann haben wir hier diese Kurve generiert und letztendlich festgestellt, dass man zumindest Vorhersagen bekommt im Bereich um die über 40, eventuell sogar über 50% Gesamtwirkungsgrad. Und dann hängen jetzt aber die Güte der Expansionsmaschine und der Kompressionsmaschine sind da ganz entscheidend. Wenn wir da in der Nähe von 90% dabei wären, also fast ideale Maschinen hätten, aber sowas kann man heutzutage auch hinbekommen, dann könnten wir hier Gesamtwirkungsgrade im Bereich von über 50% wirklich hinbekommen. Wenn die aber natürlich nicht so gut sind, dann erhalten wir auch relativ schlechte Gesamtwirkungsgrade für die Ausspeicherung der elektrischen Energie. Wir sind nicht die Einzigen, die an sowas arbeiten, zum Beispiel die Kollegen am DLR, die nennen das am Ende auch Kanobatterie. Und die haben sich verschiedenste Prozesse zum Ein- und Ausspeichern angeschaut und auch die erhalten solche Resultate, dass man Wirkungsgrade um die 50 bis 60% erreichen kann, aber nur, wenn die jeweiligen Maschinen sehr, sehr gut sind, also im Bereich von 85 bis 90% der bestmöglichen Maschinen dann auch wirklich sind. Das hier ist aus dem Paper, welches dieses Jahr herausgekommen ist von den Kollegen Steinmann, Jochen Höfer und ich glaube noch jemand. Gut, der nächste Teil beschäftigt sich mit dem Titel dieses Vortrages, nämlich Motoren zur Pull-Generation, beziehungsweise können wir so etwas wie Verbrennungsmotoren, wie Dieselmotoren auch für etwas anderes benutzen. An den Resultaten, die ich hier konkret zeige, haben verschiedene Personen mitgewirkt, unter anderem die Herren Schröder, Banke, Hegner, Wiemann und der Kollege Kaiser, alle von unserer Universität. Und ursprünglich hatten wir irgendwann mal im Kollegenkreis der Thermodynamiker angefangen, darüber nachzudenken, wie können wir als Thermodynamiker einen merklichen Beitrag auch zur Energiewende leisten und nicht nur versuchen, irgendwie einen einzelnen Prozentpunkt beim Wirkungsgrad der einen oder anderen Maschine zu verbessern. Unter anderem ist das hier herausgekommen. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wozu wird heutzutage Erdgas, und ich habe als Hauptbestandteil des Erdgases Methan hier aufgeführt, genutzt, dann sehen wir, dass etwa 5% chemisch genutzt werden. 95% werden energetisch genutzt und sie erzeugen halt hier elektrische und mechanische Energie. Chemische Nutzung heißt, sie stellen damit in der Regel häufig erst Synthesegas her, weil mit Methan direkt umzuwandeln ist chemisch nicht ganz einfach. Und aus diesem Synthesegas können sie, wie vorhin auch angedeutet, so Sachen wie Methanol, Kohlenwasserstoff und so weiter erzeugen. Jeder dieser Prozesse ist nicht optimal. Und die Frage ist, könnte man vielleicht durch eine Kombination, also thermodynamisch nicht optimal, könnte man durch eine Kombination nicht vielleicht einen besseren Prozess hinbekommen? Und so ein Prozess, der halt nicht nur eine Größe produziert, sondern mehrere Größen, da redet man gerne von Polygeneration oder Polygeneration oder Polywandlung, wenn man es ganz eindeutschen möchte. Und die Frage, die sich uns natürlich als Wissenschaftler stellt, ist, hat denn so eine kombinierte Umwandlung eine höhere Effizienz? Oder anders gesagt, können wir damit den Methanverbrauch reduzieren? Ich habe vorhin schon angedeutet, solche Brennstoffe haben eine sehr hohe Exergie, also ist eigentlich eine sehr wertvolle Energiequelle und könnte natürlich dann am Ende auch diese kombinierte Umwandlung auch mit geringeren Kosten einhergehen. Kommt natürlich die nächste Frage, was für eine Art von Anlage oder Maschine sollte man nutzen? In meinem ersten Ansatz, da hatte ich mal ein Paper geschrieben, da hatte ich einen Gasturbinenprozess
dafür durchgerechnet. Der wäre thermodynamisch sinnvoll, aber die Sache ist, dass solche Gasturbinen sehr, sehr teuer sind und man auch schwer Kollegen findet, die einem einfach mal eine Gasturbine zur Verfügung stellen, um mal einen etwas sehr ausgefallenen Prozess zu erproben. Deswegen sind wir bei Verbrennungsmotoren gelandet. Also Verbrennungsmotoren sind einerseits flexibel, sie können die relativ leicht in der Drehzahl variieren, in der Last variieren, also sprich, ob sie viel oder wenig Brennstoff zugeben. Und sie werden schon in Masse produziert, dadurch haben sie eigentlich geringe Investitionskosten. Die gibt es auch in unterschiedlichsten Größen, von kleinen Motoren bis hin zu Schiffsdieseln, die riesig sind. Und sie sind recht robust und haben dadurch dann auch recht niedrige Wartungskosten. Aber woran Sie jetzt denken müssen, also was wichtig ist, wenn wir sowas wie Chemikalien erzeugen, wir fahren mit diesem Motor nicht herum, der steht irgendwo und macht dann beides für uns, kann eine Arbeit abgeben, die wir dann zum Beispiel als elektrische Energie nutzen können und kann gleichzeitig Chemikalien abgeben, die man entweder, wenn man es wollte, später, also speichert und später verbrennt im schlimmsten Fall, oder viel besser wäre es, sie direkt in der chemischen Industrie einzusetzen mit besseren Prozessen. Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, welche Produkte sind denn zugänglich? Und wenn wir überhaupt Chemikalien erzeugen wollen, ist eins ganz klar, wir dürfen nicht so viel Sauerstoff zugeben, dass dieses Methan vollständig als CO2, zu CO2 umgewandelt wird, weil dann würden wir nichts anderes herauskriegen außer Kohlendioxid und Wasser. Wir müssen zu wenig Luft zugeben, zu wenig Sauerstoff zugeben, sodass entsprechend eine sogenannte partielle Oxidation stattfindet. Also wir sind brennstoffreich, wir haben zu viel Brennstoff für die Luft und können dann einerseits Synthesegas erzeugen, Wasserstoff und Kohlenmonoxid, was in der chemischen Industrie ein sehr wertvoller Ausgangsgemisch ist. Oder Sie können in gewissen Mengen auch Kohlenwasserstoffe erzeugen und man kann sogar so weit gehen, darüber werde ich aber heute wenig sagen, dass wir die Luft ganz weglassen und diese Arbeit nicht abgeben, sondern zuführen. Dann ist der Motor eigentlich auch kein Motor, sondern eher so eine Art Kompressor. Und wir können dann dem Methanenergie zuführen, es zersetzen zu thermodynamisch hochwertigeren Produkten wie Wasserstoff oder Ethen und können das dann zur chemischen Energiespeicherung auch nutzen. Also auch das sind Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen. Darüber werde ich aber heute wenig sagen, aber aus Synthesegas können Sie dann relativ viele Sachen dann erzeugen. Und Sie können natürlich auch Wärme abgeben. Na gut, wir haben uns für eine bestimmte Art von Verbrennung entschieden, die sogenannte HCCI-Verbrennung. Die ist am Ende so eine Art Zwitter zwischen Otto- und Dieselprozess. HC steht für Homogeneous Charge, das heißt, Brennstoff und Luft werden vorgemischt, so wie das eigentlich beim Otto-Prozess auch passiert. Aber anders als beim Otto-Prozess benutzen wir keine Zündkerze, um zu zünden, sondern es wird komprimiert, wird gleich nochmal in einer kleinen Animation gezeigt und wir haben dann gerne eine Selbstzündung. Der Vorteil dieses Prozesses ist, er kann zu sehr hohen Wirkungsgraden führen, wenn er gut ausgeführt wird. Und er arbeitet auch brennstoffreich. Das ist nämlich das Problem mit der Zündkerze. Wenn es sehr brennstoffreich ist, ist die Ausbreitung einer Flamme so langsam, dass das im brennstoffreichen Bereich kaum vernünftig durchzuführen geht. Aber wir haben auch Probleme. Und natürlich als Forscher interessieren einen gerade die Probleme. Insbesondere Methan ist sehr reaktionsträge. Und um es durch eine Verdichtung zu zünden, brauchen wir relativ große Anfangstemperaturen, relativ hohe Anfangstemperaturen. Und deswegen interessiert uns auch in unseren Forschungsarbeiten, wie können wir diese Temperatur absenken, damit wir mit gebräuchlichen Motoren das gut hinbekommen können, zum Beispiel durch Änderung vom Verdichtungsverhältnis, Reduktion der Motorengeschwindigkeit, der Drehzahl oder durch Zusätze wie Ethan oder andere Stoffe. Weiterhin spielt es auch eine Rolle, dass wir dadurch so brennstoffreich sind, kann auch Ruß entstehen. In geringen Mengen spielt das bei einem nicht beweglichen Motor keine große Rolle, aber wenn es zu viel wird, ist das auch nicht in unserem Sinne. Wir wollen den Motor nicht mit Ruß füllen. Und
Wie sieht dann so ein Prozess aus? Das heißt, wir möchten aus Methan und zu wenig Sauerstoff Kohlenmonoxid und Wasserstoff und Wasser erzeugen. Dieses zu wenig Sauerstoff, da gibt man in der Chemie ein Äquivalenzverhältnis an im Vergleich zur vollständigen Umsetzung zu Kohlendioxid. In dem Fall hätten wir ein Äquivalenzverhältnis von 2 hier gerade hingeschrieben. Und jetzt brauchen wir am Anfang relativ hohe Temperaturen, damit es losgeht. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art von Vorheizung. Das heißt, wir interessieren uns auch für die Gesamtkonzepte. Darüber werde ich heute auch nichts weiter sagen. Jetzt wird dieses Gas verdichtet, dabei wird es heiß. Und durch diese hohen Temperaturen, durch diese Arbeitszufuhr, kommt es zur Selbstzündung. Die Produkte werden untereinander erzeugt, aber dann kommt es zur Expansion. Das heißt, dieser Kolben bewegt wieder weg. Und durch diese Wegbewegung von diesem Gas mit dem überhaupt mit der hohen Temperatur können Sie Arbeit abgeben. Und das ist deswegen dann auch eine Nutzgröße, die Sie in einem normalen chemischen Reaktor, bei dem das Volumen sich nicht ändert, nicht ohne weiteres nutzen können. Sie können auch weiterhin Wärme abgeben, auch das kann man nutzen, denn auch das kommt in unseren Berechnungen mit vor. Und natürlich werden hier Gase abgegeben wie Kohlenmonoxid oder Wasserstoff, jetzt für diese eine spezielle Studie. Das können aber auch andere Gase wie Ethylen zum Beispiel oder Acetylen sein, die man dann nutzen kann. Auch da einige wenige Resultate gleich, aber das wird von der DFG im Rahmen einer Forschungsgruppe jetzt schon seit etwas mehr als 6 Jahren gefördert, wo Kollegen aus Karlsruhe und Duisburg gemeinsam daran forschen, die Theorie zu erforschen, die Reaktionsgeschwindigkeit zu erforschen, aber dann auch in Maschinen das umzusetzen. Also da arbeiten viele Kollegen mit. Und wir haben die Möglichkeit, so etwas auch in echten Motoren, das ist jetzt kein vielleicht aktuellster Motor, aber ein sehr robuster Motor, der in den Labors vom Kollegen Kaiser aufgebaut ist, indem wir dann mit relativ geringen Geschwindigkeiten das untersuchen können und zum Beispiel Einlasstemperaturen hochsetzen. Verdichtungsverhältnis waren damals zwischen 4 und 10, mittlerweile können wir die auch höher wählen. Und dann können wir unsere theoretischen Berechnungen aus meiner Arbeitsgruppe vergleichen, zum Beispiel mit den Ergebnissen, die aus solchen Experimenten herauskommen. Zum Beispiel die Produktzusammensetzung, die wir dann hier modellieren, das hier als Linie gezeigt, zum Beispiel für Wasserstoff oder für Kohlenmonoxid, stimmen relativ gut mit den Ergebnissen aus dem Motor überein. Auch für die anderen Produkte, die ich jetzt nicht weiter aufführe. Wir sehen jetzt in diesem speziellen Fall, dass wir etwa einen Brennstoffumsatz von 85% haben. Das könnte natürlich noch besser sein. Und die Ausbeuten an Wasserstoff und Kohlenmonoxid, die Anteile an Wasserstoff und Kohlenmonoxid liegen im Bereich von 16 bis 18 molaren Prozent oder Volumenprozent. Man darf nicht vergessen, wir verbrennen mit Luft, wir haben viel Stickstoff mit drin. Und die Wirkungsgrade interessieren uns natürlich. Erstmal, wie sieht es aus? So viel Wärme kommt heraus, so viel Arbeit kommt heraus, wenn wir hier dieses Äquivalenzverhältnis variieren. Ich hatte vorhin das für 2 mal aufgeschrieben. Hier haben wir noch mehr Methan im Vergleich zur Luft drin. Wenn wir nur die Arbeit im Vergleich zur Energie des Brennstoffes anschauen würden, das wäre der thermische Wirkungsgrad, dann hätten wir nur Wirkungsgrade im Bereich von 20 bis 15%. Da würde man sagen, das ist nicht so toll. Aber wenn wir jetzt den exergetischen Wirkungsgrad anschauen, also schauen, wie viel der umwandelbaren Energie war ursprünglich Methan drin, wie viel ist jetzt im Produkt Kohlenmonoxid Wasserstoff drin und wie viel ist noch als Arbeit oder als Wärme vorhanden, die man nutzen kann, dann sehen wir, wir haben exergetische Wirkungsgrade, die sind sehr hoch im Bereich von 80% mit merklichem Anteil, der auch durch die Arbeit zustande kommt, also Größenordnung 10 bis 20% kommen immer durch die Arbeit zustande. Der Rest ist die chemische Exergie hauptsächlich, die da vorhanden ist, natürlich ein gewisser Anteil auch die Wärmeexergie. Gut. Damit möchte ich auch mit meinen oder mit unseren eigenen Resultaten zum Ende kommen, nämlich mit der motorischen Polywandlung, quasi der Abwandlung des Dieselprozesses mal für was ganz anderes, kann man schon was sehr Sinnvolles machen. Also es ist eine sehr sinnvolle und günstige Möglichkeit. Es ist relativ günstig,
Die Motoren sind robust und sie sind im Prinzip auch skalierbar, sei es, dass sie größere Motoren nehmen, sei es, dass sie ganz viele Motoren nehmen. Wir haben natürlich noch viele wissenschaftliche Problemstellungen. Das ist noch lange nicht abgeschlossen. Unter anderem ist die Stofftrennung wichtig. Das ist ein Punkt, der uns interessiert. Dann brauchen wir die Additive und was ich vorhin schon angedeutet habe, auch so etwas wie Rußbildung spielt eine wichtige Rolle, auch die Kontrolle im Motor und so weiter. All das, über das habe ich nichts berichtet. Auch eine Energiespeicherung scheint möglich nach unseren bisherigen Resultaten, dass man den Motor eher als Kompressor nutzt und mechanische, elektrische Arbeit, mechanische Arbeit umwandelt, damit einen Motor quasi antreibt, um dann Methan unter anderem zu so etwas wie Ethen und Wasserstoff umzuwandeln. Aber wir schätzen auch die Ökonomie ab und zumindest wenn man die Motoren hochskaliert in die Größenordnung zu Motorengrößen, wie sie in Blockheizwerken benutzt werden, dann sind sie auch konkurrenzfähig bezüglich des Preises oder des Wasserstoffpreises unter anderem. Und wir können da der DFG nur wirklich sehr stark danken, dass sie solche relativ verrückten Projekte auch fördert, wenn sie denn von den Grundlagen her interessant sind. Lassen Sie mich zum Ende vielleicht noch ein paar Worte verlieren zu, was ich gerne möchte, was Sie mitnehmen sollten, zu dem, worüber ich weniger gesagt habe und was vielleicht so meine eigene Einschätzung ist, was Sie mitnehmen sollten. Punkt 1. Energie ist, auch wenn es in den Medien manchmal anders erscheint, nicht nur elektrisch. Energie hat nicht nur eine Menge, also nicht nur eine Quantität, sondern auch eine Qualität. Das können wir im Prinzip mit Hilfe der Exergie berücksichtigen. Und wenn wir unsere thermodynamischen Kenntnisse geschickt nutzen, dann können wir sozusagen, gerade wenn es auch um so etwas wie Wärme geht, viel Energie für wenig Exergie bekommen. Und das müssen wir auch gerade im Hinblick auf die Energiewende und die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Die wetterabhängige Energiewandlung führt es mit sich, dass wir einen großen Bedarf an Speichern haben. Und das werden wir aller Voraussicht nach nicht nur mit elektrochemischen Batterien hinbekommen. Thermische und chemische Speicherung werden aller Voraussicht nach ganz wichtig sein. Da sind die Wirkungsgrade in der Regel niedriger durch diese doppelte Kopplung von nicht ganz so effizienten Prozessen, aber die Energiedichte ist höher. Spätestens beim Transport spielt es natürlich eine wichtige Rolle, aber auch wenn Sie schlicht und einfach nicht die örtlichen Möglichkeiten haben, Energie in riesigen Volumina zu speichern. Die Kopplung verschiedener Energiewandlungen, wie ich es Ihnen auch heute in unseren eigenen Arbeiten vorgeführt habe, kann effizient sein. Ob es die Flexibilität immer erhöht oder verringert, da sind wir auch selbst am Diskutieren. Natürlich können Sie zum Beispiel bei den Motoren den Sauerstoffanteil auch mal erhöhen oder erniedrigen, können dann mehr oder weniger Arbeit abgeben oder gar Arbeit speichern. Aber Sie müssen auch alles vorhalten, dass Sie gleichzeitig zum Beispiel Chemikalien benutzen können und Arbeit nutzen können. Und manchmal haben Sie vielleicht nicht Bedarf an beidem. Und an der Stelle kann es auch sein, dass es vielleicht die Flexibilität verringert. Analog ist es auch, wenn man Abwärme nutzen möchte, muss man entsprechend die Möglichkeiten haben, entsprechend die Wärme irgendwo einzukoppeln, wo man sie dann auch braucht. Das heißt, solche Infrastrukturen müssen vorgesehen werden. Über gewisse Sachen habe ich wenig geredet, aber sie sind trotzdem wichtig. Wenn Sie alternative Energiesysteme vergleichen wollen, damit meine ich, auch wenn Sie für eine und dieselbe Energiebereitstellung zwei, drei Alternativen haben, dann muss man natürlich darauf achten, dass man nicht nur lokal analysiert. Und das passiert leider in der Öffentlichkeit sehr gerne. Es hilft Ihnen nichts, wenn irgendeine Maschine lokal, meinetwegen kein CO2 ausstößt, aber die elektrische Energie zur Verfügung gestellt wird von Kraftwerken, die halt sehr viel CO2 ausstoßen. Das kann bezüglich anderer Größen wie vielleicht Schadstoffe eine gewisse Rolle spielen, da vielleicht sinnvoll sein, aber bezüglich des Klimawandels ist das nicht sinnvoll. Und was noch dazu kommt, ist, man darf nicht nur den laufenden CO2-Ausstoß oder die laufenden CO2-Ausstöße
Kosteneinsparungen betrachten, sondern man muss das Gesamtsystem anschauen. Man muss sich aber auch anschauen, wie wird eine entsprechende Maschine, Gerät, wie auch immer, erzeugt und wie wird es entsorgt und wie groß ist der Energieeinsatz dabei, wie groß ist eventuell auch der CO2-Ausstoß dabei. Das heißt, man braucht wirklich ein Lifecycle-Analysis und man muss auch daran denken, dass auch wenn die wetterabhängige Energiewandlung quasi kostenlos ihnen die Energie zur Verfügung stellt, der ganze Platzverbrauch, der ist gesellschaftlich halt doch relevant. Das heißt, da möchten sie trotzdem effizient sein und so wenig wie möglich solche Energie auch einsetzen. Und gerade bei der Erzeugung von Solarpanels und so weiter, aber auch von Windkraftwerken, brauchen sie Energie, sie brauchen Rohstoffe und ein ganz wichtiges Kriterium, ganz wichtige Kriterien sind zum Beispiel auch, gibt es ausreichend Rohstoffe dafür? All das muss mit bedacht werden. Die Sektorkopplung und die Elektrifizierung können sehr sinnvoll sein, werden hoffentlich auch bald sehr sinnvoll sein, aber sie sind nur sinnvoll, wenn wir einen starken Ausbau dieser sogenannten regenerativen Energiewandlung haben. Das müssen wir als Gesellschaft wollen und wir müssen das als Gesellschaft auch ermöglichen. Sonst werden wir da nicht vorankommen mit der Reduktion der Treibhausgase. Das heißt, wir müssen auch ermöglichen, dass sowas wie Windräder, Leitungen, Umspannwerke und so weiter gebaut werden. Dass irgendwo auch Speicher ermöglicht werden, auch für chemische Komponenten. Nur dann können wir es schaffen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und am Ende sehe ich das, dass wir beides benötigen. Wir brauchen meines Erachtens ganz klar technische Lösungen, aber wir müssen auch unser Verhalten ändern und unsere Energiewandlung reduzieren, auch als Privatperson und als Gesellschaft. Und wir brauchen natürlich die dazugehörigen Infrastrukturen. Letztendlich, so meine eigene Sicht ist, ich glaube, unsere Klimaziele könnten erreichbar sein. Insbesondere, wenn ich mir jetzt auch im Rahmen von Corona, wie ich auch schon begonnen habe, ansehe, wie unsere Gesellschaft den Lebenswandel auch anpassen kann, wenn sie es ansieht, macht mich da an der Stelle schon zumindest teilweise optimistisch. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen wirklich große Anstrengungen. Ja, ich habe nochmal dieses Bildchen hier mit reingeholt. Wir müssen von pro Person mehr als 10 Tonnen CO2-Ausstoß auf einen Wert von etwa weniger als 2 Tonnen CO2-Ausstoß kommen. Und das ist eine große Anstrengung, die wird unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft, denke ich, schon auch stark verändern. Ob wir es schaffen oder nicht, weiß ich nicht, aber meines Erachtens ist den Versuch unbedingt wert, weil wenn wir es nicht versuchen, wird es sich auf alle Fälle zum Schlechteren wenden. So viel von meiner Seite. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich das ein oder andere für Sie Interessante Ihnen erläutern konnte. Dankeschön.